ist schon wieder Alter, so ist kalt. Ein wunderschönen Gar nicht Wissen. Kalt. Ja, dich haben wir wieder nicht so lange Hose bekommen. Ja, Milan wie immer. Voila. Da, 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 this way, thank you. Wir sind in Jeju Island. Jeju Island. Und sind extrem spät vom Boot. Was sagst du, Milan? Riecht nach Fisch. Ja, wir sind ja hier auf so einer... Ich glaube, das ist so eine... Ja, wir sind hier auf so einer ganz kleinen Insel. Das Hawaii von Japan. Von Korea. Oh mein Gott, ich komme jetzt schon durcheinander. Nicht das Hawaii von Japan. Wir sind doch gar nicht in Japan. Welcome to Jeju. Was wollte ich gerade eigentlich erzählen? Ja, wir haben heute ausgeschlafen. Und der Porttag ist sowieso, wir müssen in 2,5 Stunden wieder zurück sein. Wetter ist absolut bescheiden. Milan freut sich, dass er wieder in den Kids Club gehen kann. Und ja, vorhin, Schatz, hast du gesagt, hat man gar nichts gesehen, ne? Also jetzt sieht man wenigstens hier, dass es wirklich hübsch ist. Und ich glaube, wenn hier die Sonne scheint, dann ist es auch wirklich wunderschön, so wie jede andere Insel auch. Jetzt haben wir uns aber schnell was rausgesucht, wo wir einfach mal einmal die Kinder lüften und uns selber mal rauskommen. Und einen schönen Tempel rausgesucht, zu dem wir fahren. Und ja, dann nehmen wir euch mit. Wird aber ein kurzes YouTube-Video heute. Also ich finde es hier sehr trist. Aber der Modan ist schon wieder hier komplett ein Kirschbaum. Modan rastet aus. War immer mein Traum auch, ne, zur Kirschblüte hier zu sein. Sehen wir in Tokio. Haben wir gestern in Busan gesehen. Und jetzt haben wir das auch gesehen. Und in Tokio, wenn wir ankommen, da fängt es gerade erst an. Oder da ist es gerade abgeschlossen und am allerschönsten. Bin ich ja. Super excited. Und guck mal, heute ist Stargast hier. Wir haben Stargast. Stargast ist dabei. Ansonsten, erster Eindruck von Jeju, sehr traurig. Ja, vielleicht auch beim Wetter. Wegen dem Wetterschmus ist das Wetter. Jede Stadt sieht traurig aus bei schlechtem Wetter. Wie hässlich auch Las Vegas und Los Angeles sind, ne? Ja. Mega hässliche Städte. Wenn die Sonne scheint, schön. Ja. Im Regen nicht schön. Hi. We would like to know, once we are dropped off at the location he's gonna drop us off, if it's easy for us to get an Uber back. Getting back to where? To the cruise ship where we came from. Cruise ship. Okay, let me ask him. Yeah. 그리고 so he's asking you what time do you want to come down from the location? Darling? So dass wir wieder um 2 da sind, oder? So we have to 2:30. Naja, also, nicht, we have to be back at the cruise ship at 2 p.m. 2:15. So maybe 2:15. If he can pick us up back at like 1:30, 1:45. Or is it kind of yeah, but Schatz, vielleicht bleiben wir, vielleicht wollen wir ja noch zu haben. Ja, frag ihn mal, wie teuer es ist, ihn einfach zu behalten. I mean, how much is it to book him for like... the next hours. The next 2 hours. Das wird spannend, ne? Ob er mit uns bleibt die nächsten 2 Stunden. Yes. Yeah, he already has the reservation, so he cannot make it. So the only way for you, if you are lucky, then you can take the Uber. Aber Uber, okay, also solange es dort Uber gibt, ist doch in Ordnung. Uber ist okay, ja? Okay, Uber ist okay, Schatz, dann nehmen wir Uber einfach. Und wir rufen das dann einfach schon, wenn wir da sind. Uber is going to offer the service there in this area, is this correct? But it's harder to get one? That's right. Okay. Okay, so wir schaffen es then schon. Let's give it a try. Keine andere Wahl. Ein Gajiman. Verpassen wir das Schiff, Milan. Müssen wir nach Seoul fliegen. Gibt es hier auch einen Flug? Ja, klar, ohne Ende. Richtig, 10 Mal pro Tag. Hoxina Moronika. Ich guck mal schon. Kogiso. Oh, that's very nice. You better check that one for other options. Amazing. Yeah, if you can show it to us on the way, perfect. Voll cool, dass er übrigens so einen Dienst hat. Thank you very much.
dass er so einen Dienst hat, wo er einfach anruft und die dann einfach für ihn über... Nee, das war Tourismus... Das war die Tourismusseite, hat sie auch am Anfang gesagt. Irgendwie wow. Der Tourismus von Korea. Und da hat man jetzt einfach angerufen und der hat dann einfach auf Koreanisch gesagt, ich habe hier Gäste. Also nicht, dass ich Koreanisch verstehe, aber so ungefähr war das, ne? Ja. Und fand ich richtig cool. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also Schatz, ich bin auch entspannt. Ja, wir kriegen das schön. Da bin ich mir sicher. Wir haben die Reisepässe dabei. Genau, es gibt ohne Ende Flüge. Es gibt ohne Ende Flüge Ansonsten noch so. Ansonsten machen wir Party in Seoul heute Abend, Schatz. Wäre doch eigentlich auch geil. Ja, ist vor allen Dingen immer so richtig doof ist, wenn man jetzt so, man hat nur Badesachen oder so. Ja, wir sind ja, gut angezogen. Wir sind ja gut angezogen. Wir überleben das, ne, Superschmo? Ich habe geschafft, wieder einen Pullover anzuziehen. Yay, er wird nicht erfrieren. Du bist Latkes. No risk, no fun. Das musste ich einmal aufnehmen, weil das höre ich aus deinem Mund wirklich nicht oft. Ich bin einfach oft. So ein Realist und kalkuliertes Risiko, Schatz. Das ist für mich jetzt in Ordnung, kalkuliertes Risiko. Kalkuliertes Risiko, heute nach Seoul zu fliegen. Nicht so wie du immer volles auch Risiko. Nee, volles Risiko. Schatz, es geht immer bisher, tfu, immer bisher gut, hä? Du hast aber auch jemanden gehabt, der die ganze Zeit im Nacken sitzt. Das stimmt. Gott, guck mal, und hier sieht man richtig die Kirschblüte. Brüte, sag ich schon. Schatz, hier, film mal. Oh, das ist so schön. Er denkt sich auch, die spinnen, die Touristen. Oh, I love it. Mit Sonne sieht es natürlich alles viel schöner aus. Ich hoffe, man hört einen Kommentar von den Schatz. Es ist leider wirklich wellig, deswegen kann ich nicht gerade halten. Es ist trotzdem... Oh, ich komme auch gar nicht klar, Schatz. Jetzt, hör auf! It's very beautiful. Misau! Es ist einfach so schlimm. Es wird immer schlimmer. Jetzt regnet es, es ist eine Outdoor-Sache. Alles Outdoor hier, Schatz. Guck mal, man sieht ja nicht mal seine eigene Hand vor der Hand. Wow. Wollen wir vielleicht doch jetzt noch umfahren? An die Küste wieder fahren? Das scheint ein besseres Wetter zu sein. Schatz, was sagst du? Können wir ihn nicht fragen, ob er einfach kurz 15 Minuten warten kann und uns dann ab wieder zurückfahren? Hat er keine Zeit, hat er uns gesagt. Wenn, dann müsste ich jetzt überhaupt gucken, ob er uns umfährt. Ja, das wird schon seinen Sinn haben. Alter, man sieht ja gar nichts mehr hier. Wow. Ich finde es schön, Schatz. Ich liebe das. Ein bisschen. Man sieht jetzt wirklich nichts mehr. Gar nichts mehr. Wow. Ob das so eine gute Idee ist, jetzt hier gerade so mitten in den Wald reinzufahren? Ja. Es wird schon seinen Sinn haben. Sieht ja gar nichts mehr. Also wir sind Tom? Jetzt angekommen. Das du ist hier der Tempel. Sag mir mal bitte die Location. Also es ist wirklich ein wunderschöner Tempel. Zumindest das, was wir sehen können. Und weißt du was? Aber, und ich bin so happy, weil Mama jetzt die Fenster zu gemacht hat. Wieder weg. So, I just put one next destination in. Is it too far for him? Also, von meinen Koreanischkenntnissen ist ihm das zu weit. Was machen wir denn? 2시 10분까지 크루즈 가셔야 되는 거 아니냐고 물어보시고요. 여기까지 이동하는데 예상되고 한 20분 정도. 그러면 거기서 어떻게 체크를 해야 되는지. Okay, sollen wir einfach, Schatz, das mal das Schicksal dann jetzt mal zuhören und mal annehmen? Aber mal warum ist es denn hart? Yes. So, how long are you gonna stay around a second destination? 20 minutes. Just 20 minutes? Yeah, nur für einen Spaziergang. Right? Yes. The destination is Cherry Blossom Road at Jeju University, okay? Okay, I think we're already here. Okay, thank you. Yeah, it's a name. Yeah. Okay, also wir steigen jetzt hier aus. Hier, ne, Danke. Hello? Yes, I'm here. Yes, he said, actually he have to leave. Okay, got it. Yes,
please take 2 kilometers, just take a walk around the Jeju University, the Cherry Blossom Road. And then 2 kilometers later, then there are many taxis available. Sagst du, sagst du? Ja. Okay. Er muss leben, Schatz. Okay, thank you very much. Let's go. Thank you very much. Let's go. Thank you. Thank you. Habe ich mir zwar jetzt nicht ganz so vorgestellt, die Kirschblüte so zu machen, aber im Regen ist trotzdem wunderschön. So, spazieren wir jetzt im Regen. 2 Kilometer, Schatz. Was lacht ihr so? Wir kriegen uns eigene. Wir kriegen uns eine. Wunderschön. Ach so. Wunderschön. Diese schöne Kirschblüte in Japan oder in Korea, ja? Romantisch. Wenn die Sonne scheint. Romantisch bei Sonnenschein. Ein paar schöne Fotos machen. Ein Spaziergang. Und was habe ich bekommen? Nordsee. Genau, love, so love hast du bekommen. Love sowieso. Es ist auch wirklich wunderschön, aber ja. Nein, es ist nicht wunderschön. Es wäre bei Sonnenschein wunderschön. Ja. Aber nein, es ist auch so wirklich wunderschön. Nein. Guck mal, da die Influencer hier, die da stehen, denen ist schon alles scheißegal. Die sind angezogen, fertig gemacht und machen ihre Bilder. Ich bin nicht mal angezogen für Kirschblüte, ja? Obwohl, ich habe kein Rot an. Wolltest du? Ja, okay, komm, dann probieren wir auch. Die Kids machen jedenfalls immer das Beste draus, Schatz. Ich auch. Aber es ist schon, schon richtig, schon so ein richtig verlorener Tag, ey. Weil wir haben das ja noch in Schönwald. Naja. Vor allen Dingen auf der Kamera sieht es so viel geiler aus. Ja, ja, die Kinder haben Spaß. Ich meine, es war mein Hauptding, einmal alle an die frische Luft zu kommen, ne? Das Ziel haben wir erreicht. Ja, aber Fotoshooting mussten wir schon gerade abbrechen, ja? Richtiger Wald hier. Erinnert mich irgendwie an die deutschen Wälder. Ach, jetzt tanzt hier Taylor Swift. Und ich habe jetzt hier gerade so einen Kaffee entdeckt. Da hinten. Ich habe gesagt, komm, wir gehen mal einen kleinen Tee trinken. Daniel will sofort zurück zum Cruise Ship. Du bist schon ganz nass geworden. Ich wollte bis zum Ende durchlaufen und dann fahren. Ja, aber wir sind doch jetzt schon komplett durchgenässt. Und es ist schon fast zu Ende. Da vorne ist zu Ende. Ich sag dir nur, nein, da ist das Café. Das ist ein vietnamesisches Restaurant. Nein, hier, Kaffee, was auch immer da steht. Da, guck mal, das sieht so, da ist das Café, Schmu, wohin läufst du denn? Es regnet übrigens jetzt hier wirklich in Strömen. Ja, ich sag ja, ich sehe so kleine, guck mal, die, das ist ein richtiger Hotspot, guck mal, die gehen da alle hin. Bestimmt so ein richtig tolles, so koreanisches, so ein verwünschender Garten oder so. Guck mal bitte, wie hübsch das aussieht. Sieht so cute aus. Und Schatz, guck mal, hier sind so Obstbäume. Oh, voll toll. So ein so kleines Café, ne? Ja, ich wollte doch nicht in so eine... Guck mal bitte, wie schön. Guck mal bitte, wie urig. Oh mein Gott, ich raste aus. Ich lieb's, guck mal. Ist das schön. Check mal, ob wir hier mit Karte zeigen können. Auf jeden. Oh, voll toll. Wow. Kannst du dir ein Buch einfach aussuchen? I love it. Gibt es glutenfreien Kuchen? Ja, unbedingt. Wenn du ihn so bringst. Dankeschön, mein Schatz. Und? Was steht da? Zeig mal. Blut. So, Ariel, ich hätte ganz gerne 3. Genau, von denen. 1, 2,
drei. Dankeschön. Dann jetzt zu. Nein, ich bin gut. Das ist das Einzige, was ohne Gluten ist. Genau. Gibt es der Lady? Ja. Yes. Oh, jetzt haben wir hier unseren Tee bekommen. Sogar noch kleine Snacks. Oh, hier ist das aber ein guter Service. Einfach lecker. Gluten bei Cookies, muss man dazu sagen, sind normalerweise immer ganz trocken. Und gern gar nicht. Und wie findest du die Kellnerin hier? Wie ist die Kellnerin so? Danke. Hier ist auch so niedlich gemacht, ne, mit dem Teddy. Mir hat irgendwie mein Handy geklaut. Nee, dann gehst du gucken. Gut, ne? Ich hab aber das Handy geklaut. Ja. Wenn es mit deiner Gaming-Karriere nicht vorangeht, ist Handyverbot, sag ich dir. Ich entdecke ja meine Liebe zum Film und sage ihr, ey, nimm den Saft, nicht den Tee. Saft sieht besser aus. Sie sagt so, ey, nein. Und er sagt, halt das auch noch so richtig. Genau. Ich sage, ja, man kann Kiwisaft, halt dich dann. Ey, es sieht aber schön aus. Ich zeige euch gleich mal den Unterschied. Wir machen einmal so, wie ich es gleich filme. Macht so, wie ich es dir gesagt habe. So sieht es gut. So, rauskommen. Bombe. So, und jetzt machst du, wie du es gemacht hast. Komm, hier. Zeigen hier. Ich freue mich auch mal, meine Liebe. Mir macht das so viel Spaß, das Film. Genau. Wer sieht aus wie ein Hampelmann? Der mit dem Pappbecher sieht aus wie ein Hampelmann. Ja? Naja. So, jetzt kommentiert doch mal das Video, was besser aussieht. Ja, genau. Authentischer vor allem. Nee, nee, das zählt nicht, was besser aussieht. Authentischer ist der Tee. Okay. Mein Tee ist Ingwer. Ihr versteht gar nicht, wie lecker der richtig ist. Richtig frischer Ingwer mit Honig. Wir binden uns einen Honig, keinen Zucker, aber man kann es immer. So, nee, ich hab extra gefragt, ob ich Sirup will. Ich hab's gesagt, auf gar keinen Fall, no sugar, no Sirup. Ey, das ist so lecker, Schatz. Und wie ihr seht, ist nicht mehr mein Tee, ist jetzt Roxanas Tee. Sorry. Hier wurde, was ist das hier? Räuber. Auch schön. Guck mal bitte, das riecht sich so finely chopped. Guck mal, wie viel da drin ist. Seht ihr das? Guck das mega gesund halt auch. Wow. Müssen wir selber öfters, viel öfters machen, sowas. Wow. Wirklich, Schatz, muss sagen, es war richtig mein Highlight. Du bist schon wieder rumstinkern. Ja, ich hatte schon wieder einen perfekten Taxi. Ja, genau. Ja, weil wir sitzen hier. Gestern ist es schon. Ja, tutu pupi, du musst los. Sei dankbar, dass du mich hast. Sonst wärst du schon mal dem Schiff hinterhergefahren. Danke, Schatz. Habt ihr den besten Service? Milan hält schon den Regenschirm. Papa, warte. Ich brauche nicht, danke. Okay. Du brauchst Sanitizer, Papa. Du hast alles angefasst. Danke. So. Mein Handy muss ich auch noch sanitizen. Schmu, wir haben den Namen vom Café. Schatz, wir haben den Namen vom Café. Hast du gesehen? Wie happy. Wie happy heißt es. Happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Meine Mutter hat sie auf den Punkt gebracht. Wir haben ein Geschenk bekommen vom Leben, weil wir rausgegangen sind. Ja, und ich bin auch ganz glücklich. Sehe ich glücklich aus? Ja, ich bin ganz glücklich. Du bist ganz glücklich. Weißt du warum? Weil du liebst. Ich glaube, die mögen das nicht so, wenn man so rumschreit. Wir haben direkt Ärger bekommen. Mit unserem Übersetzer, da konnten wir dafür gar nichts. Der Übersetzer war so laut. Too noisy. Ich mögen das nicht. Hier ist alles sauber und korrekt und alles leise. Die sind auch schon ein bisschen aggro, ne? Ja, einer nicht, auch, die hupen so sich ganz schön oft an. Die sind so ein bisschen negative Stinker, muss ich sagen. Only the boy. Ich auch. Only the boy. Die Crew ist beim ganzen Haus. Aber ich wollte gerade sagen, da war eine Lady. Vielleicht so ein Männerproblem. Die Lady, die zum Beispiel. Ja, vielleicht ist es ein Männerproblem. Tatsächlich, die Frauen sind wirklich sehr nett. Aber nee, ich wollte noch mal ganz kurz zum Manifestieren erzählen, weil das einfach. Ja, genau, so. Das ist ein bisschen kleiner, das Auto. Das ist der Ort, wo ich gerne sein will. Wir sind ja gerade hier in diesem Regen spazieren gewesen und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass es hier nicht ein kleines Café gibt. Es muss doch hier ein kleines Café geben. Und dann sind wir vor, ne, wir sind eine Kantine vorbeigegangen, das ist irgendwie Universität hier gewesen. Eine Kantine, dann war da so ein. Also komische Läden, so Fast Food, ne? So Buden. Und am Ende schon, wo ich fast aufgeben wollte, ich hatte das aber in meinem Kopf, dass wir jetzt noch zu sowas gehen.
Und dann habe ich es gesehen. Du hast es nicht gesehen. Er dachte, ich will ihn in diesen. Da ist so ein. Ganz schlimmer Laden. So ein vietnamesischer. So nicht schlimm jetzt, aber. Imbissladen. An der einfach schon die stinken so krass, wirklich. Dieses frittierte Essen. Die so dünn sein können bei dem ganzen frittierten Zeug. Die sind gar nicht so dünn. Wir waren ja gestern, wir haben die alle nackig gesehen, Schatz. Ne, Ariel? Die Männer sind eigentlich relativ fit. Nee, ich muss sagen, die Frauen sind auch wohlgenährt. Da sind wenige, ein paar auch. Aber nee, die ernähren sich echt wirklich ein bisschen ungesund, finde ich. Also wenn man diese ganzen frittierten Zeug hat und das. Was soll ich gerade sagen? Achso, und dieses Café war ja so ganz hinten versteckt. Das hat nur mein. Wie nennt man das? I spied with my little eye. Wie du das gesehen hast? Ja, ich hab, mein Adlerauge für Cafés hat das sofort entdeckt. Deswegen grüß meine Mama, danke. Danke, Mama. Danke! Danke, Mama. Ne, es war wirklich wunderschön. Und das Leben hat uns gesagt, slow down. Ne? Und jetzt geht's wieder, schon wieder zurück zum Schiff. Yay. Yay. Also damit verabschieden wir uns direkt auch schon, oder? Sehr kurzes YouTube-Video heute geworden. Nichts, was wir euch wirklich zeigen konnten, außer das Be Happy. Be Happy Café. Ja? Und das ist die Message des Tages. Be happy. Auch im Regen. Learn to dance in the rain. Tschüss! Und morgen, oh mein Gott, morgen. Morgen sind wir in Seoul. Da sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Tschüss! Halt die Hand aus! Halt die Hand aus! Ein 3D-Herz.